Ja, ohne Zögern, direkt drauf. Ja, ich hab gesehen, wie der eine Waffe fallen gelassen hat. Wieso soll ich eine Arme fallen lassen? Weil der eine gelegen hat und ich hätte die hat eine gelegen. Wieso soll ich eine Arme fallen? Ist doch egal jetzt. Ist egal jetzt. Weil ich gesehen hab, wo die herkam. Und lass mir doch Moni liegen. Ohne einen Schuss abzugeben, lass ich eine Arme fallen. Genau. Oh, geiles. Ja, was weiß ich denn? Ja. Hätte das schon die Ausrüstung irgendwie. Oh, Andi! Was? Hast du die Insel geworfen? Ja, mitten auf die Treppe. Nee, war hier schön auf dem. Auf die Straße, sorry. Das ist so krass, ey. Da war ja jetzt wohl genug Platz, um auszuweichen. Ich bitte dich. Ja, ich hab mich trotzdem erschreckt. Tröpfchen ist in mein Höschen gekommen. Ja, du hattest immer einen Tropfen in der Hose, wenn du mich siehst. Den letzten Tropfen kriegt man aber auch nicht weggeschüttelt. Ist einer gestorben. Jetzt sag mir, ja, habt ihr nicht gehört. Die hab ich echt nicht gehört. Ich will auch nicht, weil ich wollt ihr mich alle verarschen. Wo stehst du denn, Andi? Ich steh wieder oben am Dach wie eben und ich hab grad einen sterben gehört. Ich seh aber nicht. Ich geh mal gucken bei der Mauer. Alter, oh, das heißt, der, der sich da jetzt aufhält, den mach ich weg. Ich nehm aber auch noch. Markus ist es dann? Ich werde eben Fallschaden. Was? Ja. Ich hab doch gerade einen. Ach so, ja, Fallschaden. Oh, ja, ich hab Fallschaden, ich hab 93, ich bin Hut. Sorry. Ne, bei mir bist du Hälfte. Ich hab 93. Wow, zieh gerade das Auto vorbeigefallen. Ich hätte schwören können, da ist einer krepiert. Ja, muss man unterscheiden zwischen. Ja, sorry. Und. Oh shit! Oh, wenn ich jetzt stehen bleib und in-game-Sound hier drin, dann bin ich weg, glaube ich. Scheiße. Na ja, komm, YOLO. Schnell. YOLO! Schnell. Bitfire. Wo ist er denn? Audio, oh Gott, nicht mehr. Jetzt bin ich hier gesandwiched, das gefällt mir gar nicht. Du wolltest die da machen. Aber geil. Wer steht denn da? Markus ist vorm Auto überfahren worden. Lol, die Arme, Mama. Hoffentlich war Markus straighter, warte. Oh fuck. Wo ist denn der? Ne, Markus war in Hof. Fuck! Wow, bei mir! Andi ist. Ich weiß, die waren alle beide. Krass. GG, Andi, GG. Vom Ring habe ich nichts mehr mitbekommen. Ja, ich auch nicht. Markus wurde gekillt. Ja, also. und Thomas hat den mit der A weggenutzt. Ich hab oben rechts schon gesehen, du bekommst einen Traitor Point. Ich so, yeah, nice Thomas. Markus, oh, ey, links nice. Gucken, rechts gucken, links gucken. Ich bin vorbeigelaufen, ohne Scheiß. Und das Schöne ist, der andere hat so schön gucken gegangen. Lass mich ja, jetzt stehen. Ja, ich hab das nicht mitbekommen. Ich dachte, vielleicht ist der irgendwie Traitor oder so. Boah, schlecht. Hätte er sein können. Ja. Ja, hätte er sein können, das stimmt absolut. Das wäre dann extrem lustig gewesen, finde ich. Komm, jetzt. Sag mal, die Melone zerschnittelt. Hab ich auch gemacht. Oh, lass mal noch ein Stück übrig, bitte. Ein Stück. Du Stück. Geiles Stück, bitte. Hello. Innocent. Dankeschön. Wie kommt man hier nochmal runter? Ja, Dingens, geh ein bisschen in die Hocke und dann mal einen Schuh. Das Schöne ist. Ja, aber da ist Klaas. Klaas. Aber. Ich weiß nicht von wo. Ich glaube, das kam von einem Haus hinten durch. Da ist Andi wahrscheinlich tot. Also ich lebe noch. Ich glaube, ja, Andi hat die Arme gedingst. Ist tot. Der ist bei mir auf dem Dach. Oh, okay. Ich will den aber nicht, also ich hab wirklich einen Shotgun in der Hand. Thomas, hast du gesehen, wo ich hingelaufen bin? Ich warte. Ja, ja, also du hast mich auch gesehen. Ja, wir beide waren auf jeden Fall nicht. Und Markus steht auf dem Dach, wo Andi tot ist. Aber ich sag mal so, von demselben Dach snipern ist, wissen, also André ist für mich momentan. Dann bin ich ja KOS, ey, das ist ja ganz klar. KOS, ja. Ich geh mal. Ja, dann bleib ja nur noch ich. Pass auf. Nicht da, wohl, ja. Gut, der ist eh innocent, weil warum soll ich sterben durch eine Arme? Ja, trotzdem. Ich geh mal hier runter. Einer von euch beiden lügt, Markus oder Thomas? Alter, ich war auf dem Dach mit einer Shotgun, was ist das? Einer von euch beiden lügt. Da. Ich bin definitiv innocent. Thomas? Ich auch. Ja. Lass mal Sicherheitsabstand machen, Markus. Ich verpiss mich hier. Alter, da kriegst du ein Herz, Kasper. André, hast schon Raw geguckt? SmackDown.
Nee. Lass mal. Das gut. Kam aber definitiv von dem anderen Haus. Thomas? Ja, ich lebe noch. Gut. Es kann sein, dass ein André zu dir kommt. Ich muss ganz ehrlich sagen. Sicher. Aha, wer will denn da wissen? Ah, André ist hier bei mir und schießt auf mich. Ja. Wo ist denn hier? Jawohl. Oh, Markus, mach mal was! Ich hab Thomas aus den Augen verloren. Ich hab in dem Moment gewusst, Markus und André sind Traitor, der schon im anderen Haus, Markus steht direkt neben mir, dachte mir, ihr seid beide Huren, weil alle anderen... Andi, bleibt so schön ruhig stehen. Oh ja, Mann, ich... Ja, ich wollte nur sorry, ein bisschen... Sorry, war gut gemacht. Boah, ich wollte nur ja, so ein bisschen... Ja, passt schon, solange wir gewonnen haben. Markus, guck mal, wo ich stehe, ich könnte dich wegmachen, weißt du? Ich trottel, ich hätte einfach drauf achten müssen, weil Andi war gar nicht confirmed, da hätte schon klar sein müssen. Markus, ist das. Ja. Ey, wie soll ich denn confirmen? Der Herr Fabio auf dem Dach gelegt, da renn ich schon hin! Trotzdem, ich hätte das von dir verlangt. Stimmt, ja genau. Dann ich mein Leben opfern, nur weil irgendein Fuß kommt für. Ja, ja. Stimmt. Aber wenn einer doch mit der Arbe weggemacht wird, dann ist doch klar, dass er innocent ist. Also genau, erzähl ich aber genauso. Der Antrieb war klar, weil er halt mit der Arve an ihm. Ja, das war mir aber auch nach dem Arve-Schuss direkt klar, dass ihr wisst, dass ich es bin, aber... Ich hätte immer nur so weit behindert. Ich hätte gerne mal genau so eine Aug oder eine SG, Alter. Die waren ziemlich nice. Hallo, André. Hallo. Was treiben Sie denn hier? Ich suche eine anständige Waffe. Handeln Sie wieder mit Prostituierten? Oh, Prostituierte? Wo? Ja, hier auf dem Balkon. Rango. Musst du dein Haar herunterlassen. Come check your booty for me. Mona. Weißt du, was kommst du gleich hinter mir her und machst mich weg oder so eine Scheiße. Alter, was brennt das denn hier drin? Nee, lass mich hier raus. Ich bin tot. Ich bin nicht. Ausnahmsweise noch nicht. Weil ich war gerade im Haar. Ist er echt tot? Ja, ich hab 25. Okay. Random Alter, wer hat denn jetzt ins Feuer gelegt? Das war ich, Markus. Das kann ich nicht mehr sagen. Ja, toll. Ja, das war hier mein Sicherheitscode. Achtung, Feuer, nicht nachkommen. Ja, Sicherheitscode. Markus, Feu, Feu. Oh, Alter. Hast du das dahingeschissen oder was? Oh Gott. Ihr könnt mich übrigens vorschicken, wenn ihr wisst, wer Traitor ist. Also, mehr als sterben kann ich nicht. Ah, hallo, Markus. Alter. Oh, lol. Das war jetzt knapp, wenn ich hätte... Andi ist tot, glaube ich. Ja, Markus hat Andi weggemacht. Hier sind beide. So, ich bin Proven. Alles klar. Da bist du ja... Oh, André ist es noch, aber... Ja, aber ich weiß eh gleich. André. Oh! So, Hobby, wo bist du? Ja, du kleine Nutte. Oh, du bist schon wieder da hinten, willst mich verarschen? Face. Kurz aufklappen. Hallo Maul. Ah, da hab ich ihn hier noch. Oh, das war knapp mit dem Auto. Nicht. Lachst du immer noch? Hey, du kleiner Judas Capra. Lauf in dein eigenes Feuer, du Trottel.
Nein! Oh, jawohl! Markus! Jawohl, André! Ich hab voll die kalten Flossen! Ich reiß heute nichts! Das Schlimme ist, ein Hase doch durch einen Headshot gestorben. Und wir zwei miteinander sind. Echt jetzt? Ich hab einfach auf Feuer geschossen. Da war Luckshot. Ey, die Streuung von der Shotgun ist zu geil. Ja, da guckt doch mal, wie gestorben ist. Durch Shotgun und Headshot. Krass. Ja, jetzt stick's mir aus, ja. Nice. Oh, geiles. No time to scream. Wie bist du da hochgekommen? Die Idee von dir war richtig gut, Huber. Wenn der Radar hat, sieht er das. Ja, ich hab extra gewartet, bis sich wieder aktualisiert. Ja, ich hab auch die ganze Zeit die Seite gewechselt. Aber ja, gut, ich hab halt gewartet und dann bin ich halt direkt raus. Aber wie kamst du da hoch? Ja, das ist mein Geheimnis. Ah, ich weiß wie. Cheater. Auch wie Cheater. Köln. Hack. Ich glaube, von der anderen Seite geht's da irgendwie hoch. Nicht da, wo wir waren. Boah, ich weiß jetzt schon mal, dass ich so hart abgehen. Oh, ich bin mal innocent. Ich bin auch innocent. Inno. Ich bin auch innocent. Dann ist ein Andi. Ja. Wenn auch. Wenn man mal danach geht, dass ich... Boah, Andi bei mir. Alter, ey, Vater. Du scarst the shit out of me, ey. I. Markus? André? Ich hab grad so Herzrasen. Hans-André, mein Äpfchen, Hans. Halt den Maul. Deagle One-Shot. Da ist keine Muni mehr, lol. Oh, diese Russen hier. Du hast jetzt schon, jetzt packen wir schon Arbe aus, dann bin ich weg, ey. Ich? Ja genau, ich packe jetzt hier eine Ava aus. Ja, weil auch sonst keiner außer uns beiden geilen Huren hier ist. Doch, Markus. What the fuck, wo ist der denn? Ist gerade unten reingegangen, willst mich verarschen? What the fuck? Also du und Markus, oder? Einer von euch beiden, da liegt schon mal wahrscheinlich. Ja, beides nicht. Ich hab Markus nicht gesehen, das ist kein Scherz jetzt. Ich bin schon Er hat doch so ein dickes Tee über dem Kopf. Ja. Das ist er doch. Ja. Im Haus getroffen und da hat mich halt eben hart erschreckt. Spaß, Markus, ist es doch, der wartet also auf mich doch. Also ich auch noch, wollte ich nur mal kurz Bescheid sagen. Okay. Weil ich und Harald auch noch, weil der wird außerhalb hingelaufen. Markus, ich schätze auch den Andi oben und Hub oder Thomas. Ich bin immer übrigens. André und ich waren zweimal hintereinander, Trader. Also ich denke auch, dass Andi ist. Aber meinst du? Ja, ich denke schon. Ganz ehrlich, ich glaube, das hat zwar noch nicht viel dafür getan, aber einfach mal so Bauchgefühl. Ja, das ist, weil alle da auf dem einen Haufen hängen. Deswegen haben wir wahrscheinlich schon nichts getan. Ich kann doch einen erschießen, überhaupt kein Thema. Ja, siehst du? Headshot. Ja, genau. Als ob, ey. Nur weil du nicht triffst. Ich will jetzt nicht stüppeln, aber... Darf ich an dir vorbei, Markus? Ja. Nein, darfst du nicht. Wenn ich gleich sterbe? Wenn ich gleich sterbe? Okay. Naja, dann habt ihr viel Spaß gehabt, mir egal. Dann eh beide und dann passt man auf. Ist, zwei Traitor, dreimal hintereinander, alle beide, selbe Paar. Ich weiß nicht, ob das so realistisch ist. Das halte ich auch für sehr unrealistisch. Das ist schon unrealistisch, aber auch möglich. Ja, das kann sein, dass das möglich ist, aber ich bin auf jeden Fall inno. Jogo! Alles klar. Andi? Du oder Hobi? Hobi? Andi? Gut, so viel dazu. Base! Sehr stark. Nicht gesehen. Allein schon als ein Haar gemeint hat. Ich wollte gerade den Suchen gehen. Dachte ich mir, alles klar, guckst du mal, wer da hinten das Duell gewonnen hat. Ich wollte hier hinten rumlaufen, fress ich schon ab. Ja, du warst tot und hast LOL gesagt, gell? Nein. Okay. Ich hab LOL gesagt. Ich hab nur LOL gesagt, weil ich zwei Leute hab sterben gehört und ich dachte, Thomas, er hätte euch jetzt beide genatzt. Ein Antis klappt richtig gut mit der Shotgun, ey. Ja, und deswegen hab ich. Aber hast du nicht noch Zeit zu sagen, hier, dann ist es ein Hobby, wenn ich sage, entweder Andi oder Hobby. Der hat genau in dem Moment, als du gesagt hast, ja, Andi oder Hobby, hab ich geschossen. Okay. Ja, aber krass ist, ich habe den Abeschuss nicht gehört, ich habe jetzt nur meinen gehört. Ja, das ist umso besser. War sehr nee, gut. Ich hab eigentlich nur drauf gewartet, dass du hingehst und gleiche konfirmen willst, und dann hätte ich gekillt. Aber nee, das hatte ich gar nicht vorgehabt. Aber das Gute war, mein Radar war genau gerade in dem Moment, als du da um die Ecke kamst. Oh, die fuck, Oh, Andi, mit deinen Insis, irgendwann wutze ich dich einfach K.O.S. weg, das ist mir scheißegal.
Ich habe auch gesagt, das kann ganz dran bleiben. Wenn hier keiner auf die Kanonenklötze geht. Oh, ich habe keinen Bock wieder da vorne hinzulaufen, Alter. Ich werde nicht weggemacht. Ich aber links, auch rechts, jetzt. Rechts, links, okay. Ja, auch mal auf, aha. Kinder. Würde gern ein bisschen ich einfach keine anständige Waffe finde. Wie war denn euer Tag heute, Kinder? Anstrengend. Ja? Ja, anstrengend. Tag früh, die Spüle geschleppt. LOL. Thomas. Markus? Thomas ist ersetzt. Thomas ist ersetzt. Ich bin nicht. Ich hab Thomas oder André, weil ich schon Hase neben. Thomas oder André? Thomas oder André? Thomas oder André? Ich muss leider sagen, Andi, du bist ganz schön verdächtig. Gell? Ich bin immer noch in der Nähe, ne? Aus dem Grund, ja, deshalb ja. Genau, ich hab Markus nicht gesehen. Ich hab gehört, wo er gestorben ist, aber ich find hier keinen. So, warte. Wenn Markus jetzt wirklich... Da komm zu mir, Hub. Ich bin hier vorne bei den Eingängen. Ich seh dich, Andi. Ich hab dich im Blick. Ja, wo ist denn hier der tote Markus? Na, hau rein. Hab ihn. Nein, ich sag einfach aus dem Grund. Lol. Ja. Der war innocent. Ja, der stirbt doch bestimmt nicht als Traitor, oder? Ja, deswegen. Also, du... Ich bin im Schilokern. Ich verwirrt, gell? Ich bin gerade echt maximal verwirrt. Okay, also wenn ich Thomas sehe, dann hau ich ihn weg. Ja, bitte. Und einer von euch ist es auf jeden Fall. Ja, dann ist ein Andi. Nein, ich bin nicht. Wusste doch, weil du dich im Schnitt hier verpisst. Weil du die ganze Zeit hier bleibst. Obi, das ist kein Scherz, ich bin echt nicht. Ja, am Arsch. Ah, da muss ich weg, Mann, ohne Scheiß, kann nicht wahr sein. Ja, ohne Scheiß, tut mir leid. Traitor. Wo bist denn du, Arschloch, komm her. Ja, komm hin. Weißt du, ich bin gleich in der Arbe, ich weiß ganz genau. Ja. 2 Arme, mindestens. 3, 8. 12, 24. Wirst du kleiner Penishaufen bist? Eierprinz. Alter, hat mich gerade erschreckt, ne? Ich find den auch nicht, ey. Also André, ich bin... Nee, warte. Ich bin bei ihm, Mann, bitte weg. Dankeschön. Ich verliere. Ich verliere, nein. Also, ein Hardcrack ist ab da jetzt. Also, Thomas und Hubi. Andi, halt die Backen, ey. Komm hier hin und dann mach ich kalt. Ganz einfach. Ja, du hast doch Radar, also komm bitte zu mir. Ich hab kein Radar, weil ich kein Traitor bin, du Ficker. Ich bin auch kein Traitor. Dann wollen die uns gerade beide verarschen, gell? Also aber du lachst gleich so krass wieder mit deiner scheiß Judenlache, ey. Dann rascht euch über euch aus, ey. genau die. Aber ich will nicht. Fuck, ey. Du hast keinen Bock, die hier. Oh, fuck, sind schon hier. Na, geil. Fuck you! Ja, Andi, tut mir leid, dass ich nicht getraut hab. So. Ey, ich gewinn gegen den André nicht. Ja, sehr schön, Thomas. Das ist schon hart gewesen. Das ist auch so hart, ey. Ich hab doch direkt gesagt, als ich zwei Mann durch die Tür kommen gehört hab, weil ich nämlich an der Mauer daneben stand, hab ich ja gesagt, die verarschen uns beide. Ja, warum hast du gesagt, die kommen beide durch die Tür? Ja, hab ich denn nicht? Nee, hast du nicht. Oh Gott, ich bin nicht so hehl, ey. Nice. War super gemacht, André. Ja, ich hab auf jeden Fall mehr ich als zwei. Ich wollte jetzt da rausgehen, weil ich mir sicher war, du hättest da eine Bombe reingeblendet oder so. Weil ich ja kein Traitor bin, Mann. Hast aber auch gut abgewartet, Thomas. Ich dachte, vielleicht killen sie sich noch. Genau, das hab ich nämlich auch gewartet. Die beiden stehen gleich weg. Noch leichter Spiel ja, ich wollte jetzt nicht zum Hai in die Scheune rein, weil die Sache ist einfach, die hat mich ja weggewarnt. Nee, war optimal gelaufen. Ja. Ach, halt's mal.